Hallo, herzlich willkommen zurück zur Lamplight City Auflösung in diesem Fall. Wir haben es gecheckt, hat uns ein bisschen Recherche gebraucht, wir haben es ehrlich gesagt auch nachgeguckt, wir haben mit ein bisschen Hilfe, ne? Ja. So, was hat Ray gesagt? Er hat gesagt, Mi, So, Do, Fa, Fa, Ray. So, das ist die Antwort. D, F, G. Nee, E, Mi, So, Fa, Re. E, G, F, Ja. D. Okay. Und wir haben keinen Ton. Ich auch, Warte, warte, warte. So. Ich habe ich das weiß gar nicht, ob gemutet. jetzt Ton im. Ich weiß nicht, ob er den Ton jetzt aufgenommen hat oder nicht aufgenommen hat. Ja, was ja, ihr habt 2 Sekunden sonst keinen Kurz Schutzhorn gehabt. ein Mein Gott. Buh. Okay, kann man das nicht auch erklären? Das ist so gemein, weil ich hatte das ja schon. Also, ne, Ja. ich war so nah Close. Wir dran waren da. so nah dran, das ist quasi Aber weil wir knapp. das Lied kennen, ich glaube, das ist das Ja. Problem. Das Ding ist auch natürlich, ich glaube, wenn wir es jetzt alleine vorhin spielen würden, würde man halt auch sich einfach eine halbe Stunde hinsetzen, bis man es checkt. Aber dadurch, dass es ein Let's Play ist, man will Progress haben, man will es ein bisschen rund haben, ne? Da guckt man dann auch mal nach. War das falsch? C, D. D, Warte. G, F, D. E. Ja. That Schön, seems dass to du. have done something. Ah. Schade. Aha. Oh Gott. Oh Gott. Dear Oh, das ist der God. andere Gärtner. Oh Gott. This does not look good. He's dead. You should inform Dr. Fellows about this right Klar away. ist der jetzt tot, weil sie It konnte ihn seems nicht wieder Guy was telling rausholen. the truth after all. Yes, it would probably be a good idea to let him know of this development. Fuck. So, ich habe gerade nicht zugehört. Guy Dumas. Dem hier? Ne, Guy Dumas. Hotel. Da. Erstmal quatschen wir mit dem und dann überlegen wir uns, was jetzt passiert. Das Ding ist, Fuck. letztlich hat er trotzdem immer noch ein Verbrechen Yes? begangen. Ja. Naja, gucken wir mal. I found the secret room you told me about. You see? I wasn't lying. No, you certainly weren't. There was someone inside, a man. No. Who? I'm not sure, but I can only assume it was one of Madame Dupre's servants. Was he all right? I'm afraid not. He was dead. Dr. Oh. Fellows confirmed it was due to asphyxiation. Hat Madame Dupre must have put him in there before I drugged her. And then, with everything that's happened, she didn't let him out in time. Oh my God, it's my fault he's dead. If only I had known. Nein. Circumstances are quite unfortunate, Mr. Dumas. However, this has shed a new light on Madame Dupre and her cruel practices. I can't say for certain that you were justified in your actions, but I am a bit reluctant to say you were completely at fault. But the bottom fact is that Mr. Martin has been falsely accused of this crime. If I were to let you go, he would be punished in your place. Unless. Yes? I'm going to need you to write me a letter, Mr. Dumas. Of course, Mr. Fordham. Anything to take care of this mess. Mal sehen, was jetzt passiert. Good. Hopefully now this whole grim affair can be brought to an end. Okay. That's all for right now, but Ich I'll will be sehen, was er back. geschrieben hat. Yes, Mr. Ja. Fordham. I'll be here. So, Notizbuch. Ganz klar, genau, war klar. Genau, jetzt kann er sich auch immer noch davon machen. So, und Das jetzt? könnten wir eigentlich mit Abton reden, oder? Ja, ne? Oder wir. Oder müssen wir ins Gefängnis? Feuer. Na, warum? Ich kann das jetzt eigentlich sagen, was jetzt Sache ist. Ja, so, machen wir auch. So. Also, wir sagen halt. Also, ne, so wie ich das jetzt We sehe, talk. Go on, I'm listening. können wir ihn jetzt quasi schützen. Ja. Mal gucken. Ja. I think I'm ready to wrap this case up. Okay, who's your prime suspect? Freisprechen? Ja. It was Guy Dumas, a former servant at Dupre Manor. He used toxic plants Ach, to drug schön. Madame Dupre so Das she ist appeared cool. dead, Bilder das which nicht, he ja. learned about from her daughter's schoolbooks. What was his motive? That's the thing. I've learned that Madame Dupre is extremely cruel to her servants. She regularly beats them, and even has a secret room no bigger than a coffin where she places them as punishment. I discovered this secret room and found a dead servant inside. He had died from asphyxiation. My God. A few months ago, Madame Dupre beat Guy's lover Celine to death. He wanted revenge and intended to make Madame Dupre suffer the trauma of being interred alive. I see. Constance, I don't think Dumas should be arrested for his crime. He doesn't deserve it. Madame Dupre, however. Yes, I see what you're saying, and I agree, but what about Mr. Martin? I got a signed confession from Mr. Dumas.
You can see the handwriting matches this note I found in the cemetery. That should be enough to release Mr. Martin, as well as giving Guy a head start in his escape from the city. It's gonna be tricky getting the department to look into this, but with the proof you've gathered, it should work. Excellent investigating, Forty. Yeah! You need to know it, didn't you? And of course, I'll dip into the department's Good Samaritan fund to get you proper compensation for your work. For now, go home to your wife. I'm sure I'll have something else for you to look into fairly soon. Yes. Good evening. I'm looking for Madame Laura Dupre. This is Madame Dupre. I am her personal physician, Dr. Fellows. May we help you, officer? Geil, dass man es noch mitkriegt. Oh Gott. Yes. I'm afraid I must place Madame Dupre under arrest. What? On what charge? Several, actually. Manslaughter, domestic violence, murder in the second degree. Shall I go on, or can we continue this at the police station? Oh, ist das schön. You won't have to worry about Madame Dupre anymore. She'll be in jail for a very long time. And Mr. Martin has been released with a full pardon as well. Thank you, Mr. Fordham. I appreciate your help and your trust. Think nothing of it, but you'll need to leave town as soon as you can. Have you made plans? I was thinking of heading south. New Britannia is too cold and dark. I want to find someplace more like my home. Well, I wish you the best of luck, Mr. Dumas. Yes, that's it. Oh, ist das schön. Addie, I'm home. Addie? She must still be out at her hairdressing appointment. I'm glad we're alone, because I wanted to talk to you about something. Yes, Bill, I know. I told you I'm doing my best to try and find the flower shop burglar. No, for once, this isn't about him. This is about you. Ja gut, das machen wir jetzt auch noch. Jetzt kann ich mitten im Dialog aufhören. Ja, ich wollte sagen, das machen wir noch. You want to talk about me? What about me? You can play dumb and deflect all you like with everyone else around you, but it won't work with me. I know exactly what you are thinking, and you know exactly what I'm gonna say. Up to you. You want to talk about how we did on this case? Yes. That's exactly right. Yeah? Have you already forgotten the old days, Miles? Before I died, we were solving cases like nobody's business. You were one of the best detectives on the force. But ever since you started taking that soporific, your mind hasn't been as sharp as before. If you're serious about taking on more complex cases, you need to listen to Adelaide and stop taking it. It's already had a negative effect on your performance. What are you talking about? We were able to discover the truth about Madame Dupre. Yes, but if you were working at your full abilities... Hallo. Aber das ist süß, dass das Spiel so sagt, ey, come on, du kannst dich verbessern, ne? Stop taking it, you won't let me sleep through the night. Nothing will change. Well, things would change if you found you know who. I thought you said we weren't going to talk about that right now. Yeah, well, I say a lot of things. Oh, yeah. I understand if ever there was one. Can't you just keep quiet without me having to take something? Afraid not, old friend. That's just not who I am or how this works. If you keep me up all night, I'll go crazy. Things have been hard enough as it is. And if, God forbid, Adelaide were ever to find out about... Hello, Miles. Is there someone else here? Fantastic. The jig is up. And here I thought we were doing so well, too. Ich sag dir die Wahrheit. Geht das? Ja, ich hab laut gedacht. Achso, die Wahrheit war halt. Ja, aber kannst gibt's du nicht. Ich hab laut gedacht. Nicht gut. Ich hab nur mit mir selbst gesprochen. Okay. Oh, okay. No, I denken was laut. Just going over the case, thinking aloud, you see. Ah, of course. How was your appointment? Mrs. Lefebvre was her usual bossy and overly picky self, but she gave me a very generous tip. That's good. So I stopped by the shop on the way home and bought a new deck of cards. Excellent. Ooh. Shall we have a few rounds of écarté? I believe you demanded a rematch last time we played. Yes, that would be nice. Well, you certainly managed to dodge that bullet. I only wonder how much longer you'll manage before one finally hits you. Jetzt super, dass hier so Rassismus-Themen und sowas drinstecken. Absolut, das ist richtig cool. Passt auch extrem gut in das Setting. Zwei Wochen später. Lies mal jetzt davon in der Zeitung, das wäre cool. And it says here they still don't know what caused that explosion. Oh no. I guarantee you it was sabotage. Those redites have been causing a lot of trouble lately. Is that the group of anti-steam tech radicals? The very same. Why Redites, though? They're named after some fellow named Jonathan Red. Apparently the one who began the whole anti-steam... Ah, davon habe ich auch schon was gehört. It's really a stupid name, if you ask me. And uncreative, to boot. Well, what would you call them, then?
Die Antidampfgesellschaft, die Rumsbumsjungs. Das finde ich gut. Ja. Something more evocative, like the Boom Boom Boys. Auch gut. Definitely gets to the point, I'll give you that. Perhaps you'd best stick with the detecting, dearest. Your nomenclature needs a bit of work. Well, I think it's about time I get ready for bed. All right, Miles, if you must. So. Okay, wir gehen schlafen, zu Miles. Wir gucken mal, ob wir das jetzt an die Folge davor angeschnitten haben oder nicht. Oder ob wir das jetzt so zur Zwischenfolge nehmen. So, Auflösung. Wir könnten es einfach auflösen. Ja, weil es auch jetzt so den Übergang auch schon mitgenommen hat zur nächsten. Und es sind doch wieder irgendwie wahrscheinlich jetzt 10 Minuten. Keine Ahnung. Ich weiß auch nur 5. Wir werden sehen. Who possibly knows. Genau, dann wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber geil, oder? Das war es. Ich wollte sagen, wir können ja ganz kurz noch zwei also Minuten zwischen, drüber reden. Zwischenfazit so. Also am Anfang war es so, ja, ganz nett so. Also auch dieser spezielle Fall jetzt hier. Also auch hinten raus, so die letzten zwei Episoden, dass es dann noch diese Wendung genommen hat, fand ich ganz geil. Also die Story hat sich richtig cool entwickelt, des Falls. Und dass es halt auch nicht so schwarz-weiß ist, sondern ich meine, am Ende, der Dumas, der trotzdem immer noch die Frau halt versucht umzubringen. Ne? Genau, und fairerweise konnten wir jetzt auch moralisch selber entscheiden, ob wir ihn... Ne? Und das finde ich das cool. Das hätte ich gehasst von dem Spiel, wenn es das einem so vorgesetzt hätte. Ja. Wir hatten jetzt 3 Optionen. Ne? Man hätte wahrscheinlich, ich weiß gar nicht wie, wahrscheinlich hätte man mega früh den Martin schon beschuldigt. Ja, hätten wir die Notiz früh gefunden. Ja, also wahrscheinlich hätte man das in der ersten Folge schon den Martin in den Knast stecken können. Fertig machen können. Ich fände es auch cool, es wird bestimmt irgendwann auch mal so sein, dass man schon den richtigen hat. Ja. Ne? Das wäre ja cool. Und dann Ewigkeiten jetzt sucht und dann ist es doch der. Ja, ich meine, jetzt war es ja besonders, dass da schon jemand drin war. Jetzt geht es halt wahrscheinlich. Mal gucken. Es scheint jetzt vielleicht dann, war das jetzt nur so der Hint irgendwie, dass es später noch was an dieses Thema gibt. Mal gucken, was als nächstes kommt. Jetzt können wir erstmal schlafen, oder? Genau. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Bis bald.